Hallo ihr Lieben, Video Nummer 3 aus meinem Winterspecial dreht sich, wie unschwer zu erkennen ist, ums Thema Kaffee. Für den Mürbeteig brauchen wir Mehl, weiche Butter, Puderzucker und Vanillepulver, Kakao, Salz und Eigelbe. Für die Creme Butter, Puderzucker und Instant-Kaffeepulver. Für die Glasur wiederum Puderzucker und Kaffee und wer mag, kann Schokokaffeebohnen verwenden. In eine Rührschüssel gebt ihr die weiche Butter zusammen mit dem Puderzucker und Vanillepulver, fügt das Kakaopulver hinzu und die Prise Salz. Mixt die Zutaten kurz cremig. Fügt die Eigelbe nach und nach hinzu. Es folgt das Mehl und ich sage immer, nicht das Mehl einfach hineinkippen, sondern am besten in 2 bis 3 Touren vorsichtig einarbeiten. Fertig ist der Teig, wenn er kompakt ist und nicht mehr am Schüsselrand klebt. Halbiert ihn und wickelt jede Teighälfte in Frischhaltefolie ein. Dabei solltet ihr den Teig flach drücken, denn so kühlt er schneller aus. Stellt die Teigplatten für 1 bis 1,5 Stunden kühl. Nach dieser Zeit sind sie, wie man sehen kann, ziemlich fest und müssen jetzt mit der Hand wieder erwärmt werden. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso diese Prozedur, warum man den Mürbeteig vorbereitet, ihn kühlt und ihn dann wieder erwärmt, diese Prozedur ist wichtig, denn die Butter im Teig darf nicht zu warm werden, sonst schmeckt euer Teig brandig. Also einfach nochmal kurz erwärmen und dann erst ausrollen. Verwendet fürs Ausrollen nicht zu viel Mehl, sondern gerade so viel, wie notwendig ist, damit er nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Rollt ihn ca. 2 bis 3 mm dünn aus, vielleicht habt ihr auch solche Abstandshalter, die sind sehr praktisch. Jetzt stecht ihr viele kleine Kreise aus, meine haben ca. 4 cm Durchmesser. Die fertigen Kreise legt ihr auf ein mit Backpapier belegtes Blech und wenn ihr mit dieser Teigplatte fertig seid, folgt die zweite und aus den Resten werden natürlich ebenfalls Kreise ausgestochen. Jetzt heißt es ab in den Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 8 bis 10 Minuten, behaltet sie aber unbedingt im Auge, denn sie dürfen nicht zu dunkel werden. Die fertigen Kekse sind zu Beginn noch weich, werden dann aber im Laufe des Auskühlens fest und das solltet ihr auf jeden Fall abwarten. Im nächsten Schritt schmelzt ihr die Schokolade für die Creme über einem leicht köchelnden Wasserbad. Vermischt das Instant-Kaffeepulver mit dem heißen Wasser und gebt diese Mischung durch ein Sieb. Sowohl die Schokolade als auch der Kaffee müssen jetzt auskühlen, denn sonst gelingt euch die Buttercreme nicht. Im nächsten Schritt werden die weiche Butter und der Puderzucker kurz cremig gemixt und anschließend fügt ihr zunächst den Kaffee und schließlich die Schokolade hinzu. So sollte die Creme dann aussehen. Ihr seht, die ist weich, aber wenn ich sie hochhebe, da rinnt nichts, also die ist doch relativ stabil. Legt die Hälfte der ausgekühlten Kekse mit der Unterseite nach oben auf ein Tablett. Füllt die Creme in einen Spritzbeutel um und macht kleine Tupfer. Legt die zweite Kekshälfte drauf und zwar so, dass die Creme herausschaut, aber nicht herausquillt, also ein bisschen wie bei Macarons. Stellt die befüllten Kekse kühl für mindestens 30 Minuten und dann ist die Glasur an der Reihe. Ich habe hierfür das Instant-Kaffeepulver bereits mit dem Wasser vermischt, genau wie vorhin, und füge dieses zum Puderzucker hinzu, bis eine schöne cremige Paste entstanden ist. Tunkt die Kekse mit einer Seite in die Glasur, lasst das Ganze gut abtropfen und legt dann noch eine Kaffeebohne drauf. Fertig ist euer Keks.
Sollte die Glasur im Laufe der Zeit fester werden oder austrocknen, stellt sie für ein paar Sekunden in die Mikrowelle oder ihr gebt einfach ein bisschen warmes Wasser dazu. Damit die Glasur fest wird, solltet ihr sie wiederum kühl stellen für mindestens eine halbe Stunde und danach dürft ihr probieren. Die Kekse sind gut gekühlt und richtig verpackt, am besten in Metallboxen mit Küchenrolle ausgelegt, ungefähr 2 bis 3 Wochen haltbar. Falls euch Kaffeeliebhabern da draußen dieses Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und mich gerne auch auf Facebook, Pinterest oder Instagram besucht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.